weiß noch wie heute, wie der Timmy mir geschrieben hat. Er hat ein paar Tage nicht zu Hause geschlafen. Und dann hat er gesagt, dass er mich am nächsten Tag treffen will, was ich vorhätte. Und ich habe ihm gesagt, dass ich einkaufen will. Und auf einmal sagte Timmy, er will mitgehen, was ich gar nicht kannte. Und dann haben wir uns an den Mülltonnen getroffen. Hört sich doof an, aber war so. Und dann hat er mir die Elvina vorgestellt als seine Freundin. Erstmal war es ein komisches Gefühl gewesen, weil der Timmy ja eigentlich immer nur seine Jungs im Kopf hatte. Heute kann ich sagen, Elvina, du bist die tollste Schwiegertochter. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Du hast mir das schönste Engelchen geschenkt. Timmy, du bist endlich angekommen. Du hast die Frau gefunden, du liebst sie. Sie muss zwar manchmal viel ertragen, weil du ja nicht immer so einfach bist. Ich bewundere sie dafür, ich liebe sie dafür. Und ihre Tür steht immer auf. Und das ist das, was ich sagen wollte. Ich liebe euch. Aber in Wirklichkeit wie eine beste Freundin. Ihr nehmt euch an mit euren Ecken und Kanten. Findet nach einer Meinungsverschiedenheit schnell wieder zusammen. Nun, das Zusammenleben ist nicht immer von der Sonne bestrahlt. Das Streiten und sich wieder versöhnen gehört zu einer Ehe wie ein gutes Gewürz zu einem Gericht. So kocht euer Drei-Gänge-Menü weiterhin mit viel Geduld und Achtsamkeit. Ich spüre eure tiefe Liebe, geht gut und respektvoll miteinander um. Treue und Liebe, der wohl sicherste Hafen der Welt und die schönste Entdeckungsreise, die ein Mensch unternehmen kann. Ihr habt euer passendes Gegenstück dafür gefunden. Einen Menschen, mit dem man lachen kann, das Leben feiern kann, rumalbern und ab und an auch mal weinen kann. Einen Menschen, den ihr als euren Seelenverwandten bezeichnet. Ihr habt euch entschieden, den Bund der Ehe zu schließen und euren Lebensweg weiterhin gemeinsam zu gehen. Und darum frage ich dich, Tim,
bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und freien Entschluss den Bund der Ehe mit Elvina zu schließen. Willst du sie lieben und achten, ihr die Treue halten, alle Tage eures Lebens? Dann antworte mit Ja. Ja. L'alliance se marier avec Dieu. Si tu veux l'aimer et le respecter, tu dois être fidèle tous les jours de ta vie. Réponds avec toi. Oui. Durfte ich auch keine Rede halten, weil es sonst unfair wäre. Aber ich habe meinem Engel ein Lied geschrieben, was ich gerne singen würde. Das einzige Problem ist, dass ich mit der Aufregung immer den Text vergesse. Deswegen habe ich gerade versucht, den Text irgendwie zu organisieren. Also seid mir nicht böse, wenn ich den Text vergesse. Ich gebe mein Bestes, vielleicht klappt es ja auch. Ich hatte leider wegen den Organisationen nicht so viel Zeit zum Üben. Ja. Ich glaube nicht, aber... Hallo, 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 hallo. Mic check, one, two, one, two. Und jetzt steh mir hier, du bist bei mir, ich schau dir ins Gesicht und
Und wir ziehen die Jacke aus.
Wer ist häufiger beim Zubettbringen von Adrian eingeschlafen? Die einzige, die mit oh, Mann. Wer kam als erstes auf die Idee zu heiraten? Wer hat den Großteil der Hochzeit geplant? Wer regelt das finanziell?